aufschreiben, müssen sie es da auch sein. Wenn ich es aufschiebe, was muss ich hier aufschieben? Noch ein Stück? Nein, kommt noch mal. Tja. Da. Ich glaube, Sie haben das auch falsch rum. Was? Das Tablet. Achso. Wie geht denn das weg? Ja. Ah. Da gibt's irgendwo muss doch mal ein Pfeil auftauchen. Ich habe mich selbst gesehen. Das ist schön. So, wir hatten noch ein paar technische Probleme zu bewerkstelligen. Die ersten schalten sich zu. Herzlich willkommen. Wie immer am Anfang die Frage, ob ich gut zu verstehen bin. Ich hoffe zu sehen, bin ich gut. Also ich sehe mich zumindest gut. Denke, dass Sie mich dann auch gut sehen. Wichtig ist immer der Ton. Und all jene, die jetzt zwingend denken, dass Sie mich anrufen müssen, lasst es sein. Ich kann momentan nicht rangehen, weil mein Handy steht mir hier gegenüber. Ich kann sowieso nicht rangehen. Gut. Meine Frau ist dran. Hallo Cindy. Doppelarbeit beendet. Mandy. Hallo Mandy. Silvio Krab. Ja, schalten sich einige zu. Also das Interesse ist doch da. Wir haben noch eine knappe Minute nach meiner Uhr. Schauen wir mal, wenn ich das jetzt hier anmache. Das ist ja auch noch ein bisschen versetzt. Also zeitlich ein bisschen versetzt. Hm. Ja. Cool. Aber das, wer sich zuschaut, das sieht man halt bloß dort. Nö. Hier sehe ich es, ne? Achso. Achso, Sie sehen es auch. Mal draufklicken. Ach ja, genau, hier, jetzt habe ich es drauf. Genau. Hallo Frau Pillert. Hallo Frau Rehm, hallo Frau Müller, hallo Frau Kramer, schön. Hallo Mario, wie geht's? Habt ihr schon trainiert? Also wir haben es 18 Uhr, es ist Freitagabend. Ich weiß, das Wetter ist ein bisschen Gartenwetter. Jeder möchte gern seine Freizeit nutzen, für sich ganz individuell. Deswegen bin ich besonders stolz, dass sich auch um die Zeit noch mal so viele zuschalten, um einfach den Live-Chat zu verfolgen. Es ist also der 12. Live-Chat am 11. am Sonnabend. Bin ich quasi zu Ihnen an die Kaffeetafeln gerutscht und habe Sie dort mal über die neuesten Informationen in Kenntnis setzen können. Es gab dann bis zum Dienstag, wir hatten ja am Dienstag eigentlich den nächsten Live-Chat vorgesehen, keine wesentlichen neuen Informationen, sodass wir gesagt haben, wir machen es am Freitag, weil eben am Mittwoch ja nochmal diese Videokonferenz zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin war und siehe da, unsere Vermutung war wieder einmal mehr richtig, dass genau über diese Konferenz dann zahlreiche Informationen kamen, die sich dann heute, gerade am Freitag, heute ab Mittag dann weiter verdichtet haben und deshalb ein guter Zeitpunkt, heute Ihnen wieder das Wichtigste entsprechend rüberzubringen. Ich habe heute ganz bezaubernde Unterstützung. Zu meiner Linken, von Ihnen aus rechts gesehen, sitzt heute die Laura Marie Esbig. Ich kann ruhig mal ins Bild gucken. Wir rutschen wegen weg. Hallo! Wegen dem entsprechenden Hygieneabstand. Und ich habe natürlich auch heute wieder einen kleinen Fahrplan für Sie zurechtgelegt. Den kennen Sie mittlerweile. Ich werde also ganz kurz was zu den Zahlen, Daten, Fakten wieder sagen. Dann gibt es diesen großen Block, diesmal wieder Lockerungen, Corona-Schutzverordnung. Es gibt ein paar allgemeine Informationen zum Stadtgeschehen hier bei uns in der Werkstatt Schneeberg. Wir werden Fragen aus dem Chat beantworten, sowohl Fragen, die im Vorfeld gekommen sind, auch die Fragen, die dann heute im Laufe des Chats wahrscheinlich sich noch stellen für den einen oder anderen. Es gibt wieder einen großen Glückwunschblock und dann natürlich noch meine Einstimmung aufs Wochenende für Sie. Fangen wir mal mit den Zahlen, Daten, Fakten an. Ganz aktuell möchte ich Ihnen mal die Entwicklung der Infektionszahlen im Erzgebirgskreis im Verlauf der Woche jetzt mal kurz mal verlesen wollen. Wir sind also am Montag hatten wir im Erzgebirgskreis 527 Infizierte, am Dienstag 533, am Mittwoch 538, gestern 539 und heute ganz aktuell 541. Das ist also eine Steigerung von Montag bis Freitag um 14 Fälle. In Schneeberg werden statistisch weiter diese 20 Infizierten geführt.
Wir haben momentan im Erzgebirgskreis unter Quarantäne gestellte Personen 157 und im gesamten Erzgebirgskreis insgesamt 43 Personen, die mit Corona leider verstorben sind. Also insgesamt kann man wirklich davon ausgehen, dass wir eine sehr moderate Entwicklung haben, dass sowohl was die Infektionszahlen angeht, als auch was die Krankheitsverläufe angeht, können wir uns glücklich schätzen, dass es also sehr moderat verläuft. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, es sind also auflaufende Zahlen, die ich Ihnen hier vermittle. Diese 541 von heute ist also die Zahl. Von Beginn der statistischen Erhebung bis heute hatten wir im Erzgebirgskreis 541 Fälle. Diese Zahl ist noch nie bereinigt worden hinsichtlich der Genesenen. Meine Versuche, das mal anzustrengen, liefen leider ins Leere. Es gibt also keine genesenen Fälle, die der Statistik gegengerechnet werden. Insofern bewerten Sie bitte die Zahl für sich selber. Ich habe es für mich getan. Ich wurde aufgefordert, Schneeberg für Corona frei zu erklären. Das mache ich nicht. Ich denke, da lehne ich ein Stück weit zu weit aus dem Fenster. Ich will Ihnen nur mal sagen, dass der letzte infizierten Fall statistisch bei uns in Schneeberg erfasst wurde am 16. April. Gucken Sie an den Kalender, heute haben wir am 8. Mai. Wenn man sich das dann durchrechnet, die 20 Fälle sind nicht mehr realistisch, aber Schneeberg jetzt gänzlich Corona-frei zu erklären, dazu lasse ich mich nicht bewegen. Dann eine interessante Zahl, die Entwicklung der Kinder- und Notbetreuung. Wir hatten ja in dieser Woche diese Erweiterung der systemrelevanten Berufe. Vielleicht da auch mal den kleinen Abriss über die Woche. Am Montag sind wir mit 145 Kindern gestartet, am Dienstag waren es 144 und dann am Mittwoch, wo praktisch dann die Notbetreuung auch durch die Horte und in den Schulen wieder losging, ist es gestiegen auf 162. Am Donnerstag hat man dann den Peak in dieser Woche 168 und das ist dann heute wieder runtergegangen auf insgesamt 153 Kinder bei in Schneeberg zur Verfügung stehenden 916 Plätzen. Also Sie sehen, wir sind dort noch von der Auslastung sehr, sehr, sehr weit unten. Der Freistaat Sachsen ist da schon ein ganzes Stück weit höher. Die reden von 27%, die haben wir bei weitem noch nicht erreicht. Wir liegen so zwischen 10% und 15%. In der Dreher liegt unsere Belastung dort. Die Entwicklung der Unterbringungszahlen der Erstaufnahmeeinrichtung sage ich auch immer. Dort war es so, dass wir am Montag dort 443 Menschen untergebracht hatten. Dienstag waren es 452, am Mittwoch 454. Das ist dann bis Donnerstag geblieben bei den 454 und dann zu heute ist es runtergegangen auf 426. So viel zu den Zahlen, Daten und Fakten. Kommen wir also zum großen Block. Heute Fragen zu den Lockerungen der Corona-Schutzverordnung. Und die aus meiner Sicht wichtigste Nachricht der gesamten letzten Zeit, die kam heute. Die Medieninformation war entsprechend überschrieben mit der Überschrift Kinder dürfen wieder in Schulen und Kitas. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, denn die Belastung für die Kinder und vor allem auch für die Familien, die ist enorm über die Dauer der Zeit, dort die Kinderbetreuung selbst zu organisieren. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin eingefleischter Fußballfan, aber dieser Frage der Kinderbetreuung in der Schule und Kita, der hätte man sich durchaus schon viel früher widmen sollen, als sich darum zu kümmern, wann die Bundesliga wieder Geisterspiele austrägt. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wichtig ist, dass die Botschaft heute kam. Was gibt es natürlich zu beachten? Es ist ja nicht einfach so gesagt, wir machen die Kitas und die Schulen, die Grundschulen wieder auf, sondern es gibt natürlich eine ganz große Liste an Auflagen, die noch zu beachten sind. Die Kinder der Kitas und die Schüler der 1. bis 4. Klassen dürfen diese Einrichtung erst ab 18. Mai wieder regelmäßig aufsuchen. Also nicht, dass sie jetzt am Montag schon vor der jeweiligen Einrichtung stehen. Nein, sie müssen noch eine Woche aushalten. Aber ich bin mir ganz sicher, liebe Eltern, liebe Kinder, diese eine Woche, das haltet ihr noch durch. Ihr habt das Licht am Ende des Tunnels, könnt ihr sehen, das ist erkennbar. Also es ist am 18. soweit und es wurden sehr strenge Regeln aufgestellt und die hat man in Zusammenarbeit zwischen dem Kultusministerium, dem Sozialministerium, Infektiologen, Kinderärzten, kommunalen Spitzenverbänden und freien Trägern. Die haben sich also an einen Tisch gesetzt und haben diesen Maßnahmenkatalog, diesen Auflagenkatalog dort entsprechend erarbeitet. Ich will Ihnen nur mal kurz die wichtigsten Schwerpunkte daraus mal nennen. Man geht also jetzt davon aus, dass in den Einrichtungen eine strikte Trennung der Klassen, also in den Schulen sollen die Klassen strikt getrennt werden und in den Kitas die Betreuungsgruppen, also eine strikte Trennung dort vollzogen werden muss. Das gilt sowohl in den Gebäuden als auch auf den Freiflächen. Also das betrifft die Klassenräume, die Gruppenräume in den Kitas oder in den Schulen und natürlich auch die Gärten und die Schulhofbereiche. Auch dort sollen die Gruppen und Klassen entsprechend rigoros voneinander getrennt werden. Man rückt somit in diesen Einrichtungen von den bisherigen Vorgaben, wo es immer hieß, dass man Kleingruppen macht und dass innerhalb der Gruppen der Abstand gehalten werden soll,
Dort rückt man ein Stück weit davon ab und sagt, wir nehmen jetzt größere Gruppen, aber trennt die größeren Gruppen halt strikt voneinander. Die Einrichtungsleitungen, die dokumentieren deshalb tagaktuell die Zusammensetzungen dieser Gruppen. Das ist auch oder gerade deshalb erforderlich, falls es doch zu Infektionen kommen sollte, dass man dann gegebenenfalls die Infektionskette dort entsprechend nachvollziehen kann. Ob das dann praxistauglich geht, ob das praxistauglich sich umsetzen lässt, wie das in der einzelnen Einrichtung aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sich dort umsetzen lässt, das sollen ab 18. Mai die ersten Erfahrungen dort bringen. Man ist dort auch bereit, vielleicht gewisse Änderungen vorzunehmen. Im Extremfall, hat Herr Piewartz vorhin in der Pressekonferenz gesagt, könnte es auch wieder zur Schließung der entsprechenden Einrichtung kommen. Davon wollen wir aber nicht ausgehen. Ich denke, wir haben gerade über die letzten Wochen gelernt, dass man sehr flexibel auf unterschiedlichste Situationen reagieren kann. Wir können das und wir sollten das auch dort tun. Weiterhin gilt, dass grundsätzlich keine Kinder aufgenommen werden in den Einrichtungen, die Krankheitssymptome aufweisen. Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für den jeweiligen Hausstand, aus welchem das Kind dort in die Einrichtung kommen soll. Hier appelliere ich wirklich an die Verantwortung der einzelnen Eltern, denn sie haben nicht nur eine Verantwortung ihrer eigenen Kindern gegenüber, sondern in diesen Fällen natürlich auch anderen Kindern gegenüber. Also seien Sie dort ehrlich zu sich selbst, wenn Ihr Kind oder Sie selbst Krankheitssymptome dort aufweisen, dann bitte nicht in die Grundschulen oder in die Kitas bringen. Die Eltern müssen in diesem Zusammenhang jeden Tag schriftlich versichern, bevor sie das Kind praktisch in die Betreuung und in den Unterricht geben, dass keine Krankheitssymptome vorliegen. Sollte die Einrichtungsleitung dort Zweifel haben, hat sie die Möglichkeit, die Betreuung auch entsprechend abzulehnen. Das Lehr- und Kita-Personal darüber hinaus muss natürlich ebenfalls gesund sein, auch das wird überprüft. Und da hat man noch eins oben drauf gesetzt, so darf sich das Lehrpersonal ab heute auch einem freiwilligen Test auf das Coronavirus unterziehen. Das gilt wie gesagt freiwillig. Für das Kita-Personal gibt es noch keine einheitliche Regelung. Ich hoffe, dass die noch kommt. Ich persönlich bin dafür und würde das auch wirklich befürworten, dass man auch das Personal, dem Personal in den Kitas die entsprechende Möglichkeit einräumt, sich dort freiwillig testen zu lassen. Ich denke, das ist für uns alle, wäre das eine gute Datenbasis, auf der wir dann auch weitermachen können. Dann wird davon ausgegangen, es wird empfohlen, dass in den Kitas das Personal situationsbedingt Mund- und Nasenabdeckung tragen soll. Beim Bringen und Holen sollen auch die Eltern eine Mund- und Nasenabdeckung tragen. Und ganz wichtig, habe ich mir auch rot hier drauf geschrieben, Kinder müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung, auch irgendwelche Masken tragen, die sind davon freigestellt. Das Bringen und Holen soll darüber hinaus so gestaltet werden, dass Kontakte mit, ich sage mal in Anführungsstrichen, fremden Personen, also die jetzt nicht unmittelbar zu Mutter und Kind oder Vater und Kind gehören, der Kontakt mit denen soll weitestgehend minimiert werden. Das müssen die entsprechenden Einrichtungen versuchen, dort ein Stück weit zu koordinieren. Deshalb meine Bitte an Sie, bringen Sie dort genügend Zeit mit, wenn Sie Ihr Kind bringen und holen. Planen Sie dann also einen eher von zu Hause loszufahren, früh, um dort vielleicht dann diesen Zeitdruck, den man manchmal hat, versuchen zu vermeiden. Darüber hinaus müssen die Einrichtungen noch umfangreiche Hygienevorschriften einhalten. Das reicht von ausreichend Seifenspendern in den Toiletten, von Einmalhandtüchern bis hin zu regelmäßigen Desinfektionen von Flächen, von Türtinken, von Fenstergriffen, von Tischen und. Das ist aber ein Katalog, von dem bekommen Sie weniger mit, weil das intern an die Einrichtungsleiter geht und auch an die Einrichtungen. Aber Sie sehen, das ist ein Gesamtpaket aus Maßnahmen, die Sie unmittelbar betreffen, die das Personal betreffen und natürlich auch die Hygienevorschriften betreffen. Die Rahmenbedingungen, was ich Ihnen jetzt kurz vorgelesen habe, die haben es natürlich ganz schön in sich. Das ist für Sie als Eltern, für die Kinder, auch für die Träger natürlich eine große Herausforderung. Aber ich bin mir sicher, gemeinsam bewältigen wir das im Sinne unserer Kinder, denke ich, dass wir das dort alle ein Stück weit mittragen, um diese Vorschriften dort entsprechend einzuhalten. Denn wir wollen ja, dass die Kitas jetzt entsprechend auch wieder offen bleiben und auch die Grundschulen. Zu den weiterführenden Schulen, das ist quasi ab Klasse 5 dann auffolgen, dort gibt es keine konkreten Hinweise. Dort hieß es in der Pressekonferenz nur so viel, dass auch ab 18. Mai die Schülerinnen und Schüler dort die Möglichkeit haben, zumindest tageweise wieder in die Schule zu gehen. Ich denke, dass man dort später noch etwas konkreter werden wird und vielleicht auf solche Vormittags-, Nachmittags- oder Wochenteilungs- oder Woche-Woche-Teilungsmodelle dort umschwitzen wird. Man wird das vielleicht auch ein Stück weit machen, in Abhängigkeit vom vorhandenen Lehrpersonal in den einzelnen Schulen. Aber auch für die gilt, dass ab 18. eigentlich die Schule
des Öfteren wieder besucht werden kann als bisher. Und es wird immer ein Wechsel sein zwischen Besuch in der Schule, Kontakt mit Lehrern und anderen Schülern und einer gewissen Zeit, dem man nach wie vor dann zu Hause den entsprechenden Lernstoff aufarbeiten und sich aneignen soll. Elternbeiträge, immer die riesengroße Frage. Die können wir mittlerweile auch kaum noch so richtig ernsthaft beantworten, weil ja in dem, was wir uns immer vornehmen, dann immer wieder neue Maßnahmen von außen oder neue Reaktionen von außen reingetragen werden. Wir halten aber nochmal fest, sage ich sehr gern, wir hatten also für den April für alle Eltern eine Beitragsfreistellung. Also im April musste keiner der Eltern, egal ob sie Notbetreuung in Anspruch genommen haben oder nicht, keiner einen Elternbeitrag bezahlen. Das wird auch dabei bleiben. Und wir hatten gesagt, dass ab Mai dann die Eltern, deren Kinder sich in Notbetreuung befinden, dann normal in den Beitragsmodus wieder übergehen. Was wir jetzt mit den Kindern machen, die erst ab 18. dann tatsächlich wieder in die Kitas gehen und in die Horte gehen und bis dahin keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Also da müssen Sie uns bitte noch mal ein bisschen Zeit lassen. Das müssen wir für uns selber noch mal ein Stück weit aufarbeiten. Hier möchte ich ganz einfach mit allen Trägern unseren Kitas, denn die Stadt ja selber, wir haben ja bloß einen und noch verschiedene andere Träger, das möchten wir schon mit den anderen Trägern und bestenfalls auch noch mit den Nachbarkommunen abstimmen, sodass es dort zu keiner Ungleichbehandlung innerhalb der Orte kommt und auch innerhalb der Stadt kommt. Also da lassen wir uns bitte noch ein bisschen Zeit. Das sind Dinge, die überholen uns manchmal, wenn wir nach diesen gefragt werden. Also feststeht, die Notbetreuung ab Mai wieder ganz normal und für die, die erst ab 18. Mai dann ihre Kinder wieder in die Betreuung entsprechend bringen, werden wir noch entsprechend nachinformieren. Dann gibt es diese angekündigten Lockerungen zur Corona-Schutzverordnung. Da mache ich den Einstieg heute mal ein Stück weit anders, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es mittlerweile so, man verliert ja fast den Überblick, was ich denn eigentlich wann noch machen darf und was ich im Moment nicht darf oder was ich vielleicht in 14 Tagen machen darf. Ich habe es für mich mal so mir erklärt, über allem, was wir momentan über uns ergehen lassen müssen, gilt immer diese Regelung der entsprechenden Kontaktbeschränkung. Also wer darf sich mit wie vielen Personen wo treffen? Das steht oben drüber und als zweite Zeile steht dann immer diese Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften, also diese 1,5 Meter Abstand, diese Empfehlung Mundschutz zu tragen im öffentlichen Raum und die Pflicht natürlich den Mundschutz zu tragen beim Einkaufen und beim ÖPNV. Ich denke, diese Regelungen werden uns auch eine ganze Zeit noch weiter verfolgen, zumindest was Mundschutz und Abstand betrifft. Wobei aber die Regelung mit dem Kontakt zu anderen Personen, die ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal, dynamisch. Ist aber momentan so, dass sie noch bis zum 17. Mai, also bis zum Sonntag nächster Woche, nicht diesen Sonntag, sondern nächste Woche, ist die Regelung also noch diejenige, dass sie sich mit ihrem Hausstand, also die Personen, die zu ihrer Familie oder zu ihnen gehören, mit denen sie unter einem Dach leben. Das macht es immer sehr deutlich, das ist ihr Hausstand und sie dürfen sich bis zum 17. Mai diesen Jahres noch treffen mit einer Person, die nicht zu ihrem Hausstand gehört und diese Person kann noch eine Begleitperson, sag ich mal Partner, Partnerin oder was auch immer, dort noch mitbringen. Ich nenne es mal die sogenannte Plus-2-Regel. Also ihr Hausstand plus 2, das gilt noch bis zum 17. Mai diesen Jahres. Wird dann weiter, denke ich, noch gelockert werden. Berücksichtigt man diese Regelung, diese sagen wir, Hausstand plus 2 momentan oder wie es dann später kommt, noch ein Stück weiter gefasst, dann beantworten sich auch viele Fragen, die immer wieder an mich herangetragen werden. Was ist mit Gartenpartys? Was ist mit Familienfeiern? Was ist mit Besuch bei Verwandten und Bekannten? Und was da immer wieder kommt. Führen Sie sich also immer wieder vor Augen, was steht oben drüber, mit wie vielen Personen, die nicht zu meinem Hausstand gehören, darf ich mich im Moment treffen. Von diesen Regeln gibt es momentan ein paar Ausnahmen, vielleicht die auch noch mal am Rande. Das gilt also für Gottesdienste, Bekleidung Sterbender, Trauerfeiern und Trauungen. Dort gibt es bei der Teilnehmerzahl grundsätzlich keine Beschränkung. Die ergibt sich wieder aber die Beschränkung aus den räumlichen Gegebenheiten. Also das hängt ab von der Größe des Trausaals, von der Größe der Kirche etc. Dort gelten die Abstandsregeln und daraus ergibt sich dann, wie viele Personen dort zeitgleich quasi an einem Ort sein können. Das ist ja auch nicht das klassische Treffen, was mit der Kontaktbeschränkung gemeint ist, sondern das ist ja diese größeren Ansammlungen, die man dort ein Stück weit als Ausnahme geregelt hat. Und eine weitere Ausnahme sind nach wie vor diese Versammlungen unter freiem Himmel auf der Basis des Versammlungsgesetzes. Dort sagt man momentan möglich mit maximal 50 Personen, einen Mindestabstand von 1,5 Metern und Tragen von Mundschutz etc.
Also nochmal, betrachten Sie momentan also diese Hausstand plus 2 Regel und ab 18.05., das ist dann der nächste Donnerstag, nicht der 11., sondern erst die Woche drauf, dort weitet man diese Hausstand plus 2 Regel dann auf in eine sogenannte Hausstand plus Hausstand Regel. Also ab dem 18. Mai dürfen Sie sich dann treffen, Ihr Hausstand, mit dem Sie unter einem Dach wohnen, mit einem anderen Hausstand, also sagen wir eine andere Familie, die gemeinsam unter einem Dach wohnen. Das ist also dann aber erst ab dem 18. Mai wieder möglich. Ich hoffe, ich habe Ihnen das jetzt halbwegs anschaulich erklären können. Wenn nicht, konfrontieren Sie mich dann später einfach mit Ihren Fragen. Ich werde es versuchen, dann nochmal rüberzubringen. Was wird nun noch gelockert ab 18.05.? Das ist also das, was seit Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so durch die Medien geisterte. Ist eine ganze Litanei, wobei man auch hier wieder differenziert. Hier gibt es wieder den 15. Mai und den 18. Mai. Ich fange mal mit dem 15. Mai an, das ist der Freitag nächste Woche. Und dort werden viele Gastronomen und Hoteliers aufatmen. Dort hat man sich jetzt wirklich durchgerungen, Tourismus, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe wieder öffnen zu lassen. Das hat man bewusst gemacht, auf den 15. schon vorgezogen, weil eben den Gastwirten und den Hoteliers und den Beherbergungsherren, den soll halt dieses Wochenende, das nächste, schon gegeben werden, dass sie das schon als Geschäft quasi mitnehmen können. Aber auch hier richten Sie sich darauf ein, wenn Sie eine Gaststätte besuchen, wird es strenge Hygienevorschriften geben. Es ist also nicht so, wie Sie es kennen, dass Sie in eine Gaststätte gehen, sondern das wird ein Stück weit eine andere Erfahrung werden. Ich lese Ihnen mal einen kleinen Abriss aus den Hygienevorschriften vor, die Gastronomen dann einhalten müssen. Und zwar erstmal wird reguliert werden die Anzahl der Gäste pro Tisch. Die wird, glaube ich, auf maximal 4 Personen dort begrenzt werden. Es dürfen keine Buffets angerichtet werden. Dort wird keine Essensausgabe am Platz erfolgen, sondern die Essen müssen immer in der Küche vorbereitet werden und schon fertig praktisch, nicht als Asiette, sondern auf dem Teller, ihnen dann an den Platz gebracht werden. Es wird auf den Tischen keine Gewürzgarnituren stehen. Es werden einmal Tischdecken sein, wahrscheinlich eine Papiertischdecke, die dann, wenn Sie den Tisch verlassen, gewechselt werden kann gegen eine andere. Das gleiche gilt für Servietten, keine Stoffservietten. Es soll abwischbare Speisekarten geben, die entweder einlaminiert sind oder die gegebenenfalls auch digital dort angeboten werden sollen. Es soll nach Möglichkeit mit Tischreservierungen gearbeitet werden, um vor den Gaststätten dort entsprechende Ansammlungen von Wartenden, die rein wollen. Viele kennen das vielleicht noch aus DDR-Zeiten mit dem Schild, sie werden platziert und dann die riesige Schlange davor. Das will man dort versuchen, ein Stück weit zu lenken. Es wird auch einen begrenzten Zugang zu den Toiletten geben, dass nicht alle zeitgleich, sondern vielleicht nur 3 oder je nach Größe der Toilette dann auf die dann auch gehen können. Dass die Gläser dürfen nicht mehr in diesen klassischen Becken am Tresen dort gewaschen werden, sondern müssen alle durch den Geschirrspüler gejagt werden. Und. Das ist also eine ganze Litanei, was die Gastronomen dort zu beachten haben. Es bleibt abzuwarten, ist meine ganz ehrliche Meinung, ob die das bis zum 15.05. alles so schaffen, das auch umzusetzen. Bitte nehmen Sie es den einen oder anderen nicht übel, wenn er das dort nicht auf die Reihe bekommen sollte. Es ist auch immer noch abhängig von den räumlichen Begebenheiten, ob der ein oder andere Gastwirt sagt, unter den Bedingungen öffne ich überhaupt. Lohnt sich das für mich überhaupt, wenn ich meine Besucherzahl auf eine gewisse Zahl runter reduzieren muss? Wie gesagt, das bleibt abzuwarten, wie die einzelnen Gastronomen darauf reagieren. Wir können das unterstützen, also wir alle, indem wir uns an die Vorschriften auch ein Stück weit mithalten und eben nicht den Standard erwarten, den wir eigentlich gewohnt sind. Wichtig ist doch die Qualität des Essens und die Qualität der Getränke und die Rahmenbedingungen, denke ich, die werden wir alle ein Stück weit ertragen. Und ein Telefon haben wir mittlerweile auch alle, um dort entsprechend anzurufen, ob ein Tisch frei ist oder für eine gewisse Zeit eben dann den Tisch auch zu reservieren. Eine Möglichkeit, die ich sehe, gerade bei uns in Schneeberg, wenn die Gastronomen innerhalb ihrer eigentlichen Gaststätte sehr beengt sind, dass wir schauen, wie weit sie sich im Außenbereich dort noch ein Stück weit weiter ausweiten können. Dort mein klares Angebot an die Schneeberger Gastronomen, kommen Sie da auf uns zu. Wir werden mit Ihnen gemeinsam prüfen, wie weit wir Ihre Außenbereiche hier ausdehnen können, sodass Sie das, was Sie innen vielleicht verlieren, dann nach draußen verlegen können. Ich weiß, es ist ein bisschen wetterabhängig, aber die Hand will ich Ihnen eigentlich reichen. Wir werden da sehr flexibel versuchen zu reagieren und Ihnen dort noch eine Einnahmequelle ein Stück weit mehr zu beschaffen. Weiterhin ab dem 18.05. gilt, dass nun alle Geschäfte unabhängig von der Verkaufsfläche öffnen dürfen. Es gab ja diese Woche oder Anfang dieser Woche oder Ende voriger Woche nochmal diese Regelung, dass nun auch begrenzt werden kann. Also wer größer als 800 Quadratmeter ist, durfte ja seine Ladenfläche auf die 800 Quadratmeter runterkürzen. Das ist nun alles obsolet und hinfällig. Maßgebend ist lediglich noch dann
diese Zahl von 20 Quadratmetern Ladenfläche pro Kunde. Das muss also der Ladenbesitzer für sich selber durchrechnen, wie groß ist meine Ladenfläche, das durch 20, dann weiß er selber, wie viele Kunden gleichzeitig in seinem Ladengeschäft sein dürfen. Viele regulieren das, finde ich eine ganz clevere Idee, über die Einkaufswegen, wo man sagt, wenn die alle sind, kann ich halt im Moment nicht rein, muss warten, bis der nächste Einkaufswagen rauskommt. Und was natürlich für die Verkaufseinrichtungen nach wie vor gilt, Abstand, Hygieneregeln, man kann es nicht oft genug sagen. Und natürlich die Pflicht innerhalb der Ladeneinrichtung auch die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ich selber bin kein Fan davon, sage ich Ihnen ehrlich, Brillenträger sind da ein bisschen, naja, gehandicapt, weil jedes Mal, wenn sie ausatmen, sehen sie nichts mehr. Aber ich halte mich trotzdem dran. Auch die Umsetzung und Überwachung dieser Vorschriften in den Ladeneinrichtungen wird in erster Linie oder muss in erster Linie durch die Ladenbesitzer wahrgenommen werden. Dann alle Sportler werden Hurra und Freude schreien, es wird auch Zeit, dürfen weiterhin öffnen Außen- und Innensportstätten, Tanzschulen und insbesondere natürlich die Fitness- und Sportstudios. Gab ja schon eine Aktion auf Facebook, ich will wieder trainieren, ich auch, es wird wirklich langsam Zeit. Aber auch hier die kleine Einschränkung oder die kleine oder die, ich sag mal, doch erhebliche Einschränkung, das darf nur unter der Voraussetzung eines abgestimmten, genehmigten Hygienekonzepts dort geschehen. Das heißt ganz konkret, dass die Umkleiden und Duschen in den Sport- und Fitnessstudios, die müssen geschlossen bleiben. Also das sollte jeder Fitnessstudio-Geher sollte das für sich jetzt schon mal verinnerlichen. Ich muss also mit meinen Sportsachen im Fitnessstudio hinfahren, kann dort dann entsprechend meine Sporteinheiten durchziehen und muss dann so wie ich bin halt wieder zu Hause nach Hause und muss mich dann meiner Körperhygiene zu Hause hingeben. In den Fitnessstudios wird das nicht möglich sein. Auch hier warten wir noch ein Stück weit auf konkretere Regelungen. Ich weiß noch nicht, wie man die Anzahl der Besucher dort lenken möchte oder steuern möchte, ob es dort auch nach den 20 Quadratmetern geht oder ob man dann einen anderen Maßstab ansetzt. Das ist noch offen, das wissen wir noch nicht. Am besten, wenn Sie es ganz konkret interessiert, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Sportstudio-Betreiber auf. Ich weiß aber auch, dass viele Fitnessstudio-Betreiber mit ihren Mitgliedern in Kontakt stehen und diese über die unterschiedlichsten Kanäle, sei es Facebook, sei es WhatsApp, sei es Briefe, dort auch entsprechend informieren. Ich weiß nur von meinem Fitnessstudio, man freut sich riesig, dass man endlich wieder aufmachen kann. Und wenn man in so ein leeres Studio reinkommt, da tränt einen wirklich nicht nur das Auge, sondern auch das Herz. Also für alle Sportler, wir haben jetzt genug, sag ich mal, rumgelegen, es geht wieder los. Für Schneeberg heißt es darüber hinaus, dass wir natürlich auch konkret die Möglichkeit haben, dann ab 18. unser Fandora und vor allem auch unseren Filzteich, denn unsere Außensportstätten fallen auch die Freibäder, das wieder zu öffnen. Ich hatte deswegen heute ein Telefonat mit dem Gunnar Friedrich, habe mit ihm mal gesprochen, wie sich die Stadtwerke darauf einstellen. Er sagt, er hat das Ziel, beide Einrichtungen im Mai noch zu öffnen. Er erwartet aber, wie gesagt, auf die klaren und konkreten Hygienevorgaben, die für die Freibäder eben noch nicht veröffentlicht worden sind. Auch da müssen wir schauen, inwieweit er das umsetzen kann. Und sobald er sagt, er ist in der Lage, das auch so umzusetzen, dann werden wir unseren Filzteich öffnen und wir können dann alle wieder in die schönen Fluten dort springen und hoffentlich bei schönem Wetter das Strandfeeling dort genießen. Und das Gleiche gilt natürlich für unsere Fandora, aber auch hier habe ich die große Hoffnung und wer unsere Stadtwerke kennt, die finden immer einen Weg, dass wir dort eine Lösung finden, um beide Einrichtungen wieder nutzen zu können. Dann gab es ganz aktuell vorhin, vielleicht vor einer halben Stunde, kam man noch eine Medieninformation rein und zwar geht die in Richtung der Friseure und Kosmetiker. Liebe Friseurinnen und Friseure, ich habe großen Respekt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Woche noch das Wort Haare hören können. Ich kann mir vorstellen, sicherlich nicht, aber ich denke, das wird sich dann im Laufe der Zeit, ich glaube nächste, übernächste Woche noch nicht ganz, wird sich das ein Stück weit wieder relativieren. Ich wünsche es Ihnen zumindest. Wenn ich mit offenen Augen durch die Straßen gehe, sehe ich schon, also man sieht jetzt sehr deutlich, wer beim Friseur war und wer eben noch nicht. Das ist halt ein Effekt, den finde ich ganz lustig. Aber für Sie kam jetzt nochmal heute die Präzisierung, die sogenannten gesichtsnahen Dienstleistungen, die man beschrieben hat, also die Rasur und das Wimpernfärben und diese Bartpflege, die sind auch wieder möglich. Aber auch da kommt jetzt der Hammer wieder immer hinten dran. Das Personal muss, wenn Sie diese gesichtsnahen Dienstleistungen, gilt wie gesagt für Friseure und für Kosmetiker, das Personal muss eine Atemschutzmaske, zum Beispiel eine sogenannte FFP2-Maske ohne Ausatemventil, dazu noch eine Schutzbrille oder ein Gesichtsschild tragen, um die Schleimhäute der Augen zu schützen. Und die sollten auch noch Einmalhandschuhe tragen. Also wenn Sie dann beim Friseur oder Kosmetiker reinkommen, dann sieht das aus meiner Sicht schon martialisch aus.
Man sollte da vielleicht mit dem Arbeitgeber mal reden hinsichtlich Erschwernis-Zulagen. Ich weiß, die Arbeitgeber werden jetzt sicherlich nicht gerade erfreut sein über das, was ich gerade sage, aber also ich stelle mir das nicht einfach vor, unter den Voraussetzungen dann am anderen Menschen noch zu arbeiten. Das ist echt eine Herausforderung. Großen Respekt vor Ihrem Beruf, gerade in den jetzigen Tagen. Es gibt zu diesen gesichtsnahen Dienstleistungen 7 Seiten Arbeitsschutzstandards und die können sich alle, ich denke, das werden Ihre Geschäftsführer auch schon gemacht haben, bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, dort kann man sich runterladen, kann man sich dort durchlesen, das ist sehr detailliert beschrieben, unter welchen Voraussetzungen Sie quasi diese gesichtsnahen Dienstleistungen hier dann wieder durchführen können. Spielplätze, wir haben unsere Spielplätze seit Dienstag wieder geöffnet, wir haben dort ein entsprechendes Hygienekonzept relativ schnell entwickelt bei uns in der Bergstadt Schneeberg. Wir haben auch die entsprechenden Piktogramme und Hinweise auf den Spielplätzen dort ausgehängt. Ich gehe davon aus, dass Sie alle mit Ihren Kindern sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Sollten Sie, ich habe das in einem Post, glaube ich, gesehen, Verunreinigungen feststellen auf den Spielplätzen, steht auf der Veröffentlichung auch drauf, stehen Telefonnummern drauf, dort können Sie sich hinwenden, dann werden wir uns darum kümmern. Viel lieber wären wir aber, wenn wir es gar nicht erst zu Verunreinigungen kommen lassen, sondern wenn jeder, der zu dem Spielplatz hingeht, das, was er dort mitgebracht hat, einfach wieder mit nach Hause nimmt, dann dürfte es auch nicht zu Verunreinigungen kommen. Die Hunde, was die hinterlassen, kann man auch entsprechend wegräumen und. Also da kann jeder dazu beitragen, dass es eben nicht zu diesen Verunreinigungen kommt. Gut, geschlossen bleiben leider noch Hallen und Spaßbäder, also die großen Einrichtungen, die können leider noch nicht öffnen. Dasselbe betrifft für Saunen oder Wellnessanlagen und auch die Vergnügungsparks. Da ist man sich noch nicht ganz sicher, dort wird man mit den einzelnen Parks und Einrichtungen dort wahrscheinlich sehr individuelle Konzepte abstimmen müssen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wann die dann entsprechend wieder öffnen müssen. Der Herr Kretschmer hat in der Pressekonferenz gesagt, dass man da ja gerade fürs Belandes, hat er das Beispiel mal genannt, da muss man ja fahrgeschäfteweise denken. In welchem Fahrgeschäft kommen sich Personen wie nahe, wie koordiniere ich das, wie desinfiziere ich das? Also das ist eine riesen Herausforderung. Ich denke, der Aufgabe wird man sich dann weiterhin stellen. Das sind aber alles in allem, ich denke, sehr weitreichende Lockerungen. Nochmal, die erst ab 18.05. dann so richtig gelten. Ein großer Schritt, sage ich mal, in Richtung Normalität. Betone nur in Richtung Normalität, denn das alte Leben, wie wir es kennen, das haben wir bei Weitem noch zurück. Ob wir das so nochmal zurückkriegen, weiß ich auch noch nicht. Steht noch in den Sternen. Also bitte weiterhin, gehen Sie bitte weiterhin alle davon aus, dass man sich jederzeit nach wie vor mit dem Virus infizieren kann. Das ist noch nicht von der Tagesordnung runter, dass diese Möglichkeit besteht nach wie vor noch. Es ist somit auch ein Versuch, ein Generalversuch für uns alle, wie weit können wir denn gehen mit den Lockerungen und auch unter Beachtung, und das hat man ja mittlerweile auch geöffnet, unter den sogenannten regionalen Gegebenheiten. Die Bundesländer und auch die Landkreise werden also mit mehr Kompetenzen ausgestattet. Ausschlaggebend ist jetzt momentan eine Infektionsrate an der Grenze von maximal 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Personen. Das erfolgt landkreisbezogen. Das muss man natürlich ein Stück weit dann den Zahlen auch entsprechend anpassen. Wenn wir davon ausgehen, dass im Erzgebirgskreis rund 338.000 Menschen leben und man das dann auf die 50 pro Woche runterrechnet, dann heißt das auf die 338.000, dass wir pro Woche 169 Infizierte aufweisen müssten, bis der Landkreis tätig werden müsste und sagen, wir müssen gewisse Lockerungen dort zurücknehmen oder gewisse Beschränkungen einfach wieder ins Leben rufen. Wer jetzt sagt, 169, ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir hatten letzte Woche 14, das ist nicht viel, 169, ach, das ist weit weg. Wir hatten zur Kar- und Osterwoche in dieser Zeit im Landkreis schon mal die Zahl von 197. Also die ist nicht aus der Luft gegriffen, wir hatten schon mal höher liegende Zahlen und das ist also der Richtwert jetzt, diese 169 für den Erzgebirgskreis. Man kann das nochmal ein Stück weiter, man relativiert das noch ein Stück weiter, wenn man sagt, man hat sogenannte Hotspots. Man kann also die Infektionszahlen auf ganz begrenzte Gebiete, sei es eine Einrichtung, sei es eine Kommune oder sei es ein kleinerer Landstrich, wenn man das dort ein Stück weit fokussieren kann, dann können die Beschränkungen und die Lockerungen auch nur in diesen einzelnen Bereichen dort entsprechend wieder gestrafft und angezogen werden. Also das überlässt man jetzt wieder den Landkreisen, finde ich eine vernünftige Entscheidung, weil wenn man sieht, in die Bundesrepublik ist die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern und Landkreisen schon ein ganzes Stück weit unterschiedlich. Wir werden also die Zahlen dort weiter verfolgen, hoffen, dass sie nicht wieder immens groß ansteigen. Ich denke, da wird uns der Sommer auch oder die jetzt warme Jahreszeit ein Stück weit entgegenkommen.
Wir müssen aber davon ausgehen, das hat vorhin auch erst ein Virologe gesagt in der Pressekonferenz, dass wir im Herbst wahrscheinlich eine zweite, vielleicht dritte Welle bekommen werden. Wie gesagt, wir sind noch nicht über den Berg, wir haben mit dem Thema noch nicht fertig. Es wird uns das ganze Jahr über noch weiter verfolgen. Gut, das war jetzt mal der ganze Corona-Block an Informationen. Sollten Sie Fragen haben, immer mein Hinweis, die 0800 1214, das ist die Hotline, die im Freistaat Sachsen geschalten ist. Auf die berufen wir uns auch immer. Rufen Sie zuerst dort an, suchen Sie vielleicht auch mal auf coronavirus.sachsen.de. Dort gibt es den ganzen Blog FAQs, da sind viele Fragen, die Sie mir stellen, schon beantwortet. Nutzen Sie bitte erst diese Möglichkeiten, Ihre Fragen stellen zu können, und dann im letzten Schritt gehen Sie bitte an uns ran. Trotzdem werde ich heute, was jetzt im Chat vielleicht noch kaum versuchen, gleich zu beantworten. Aber wenn ich es nicht kann, dann wie gesagt, die Hotline benutzen und die Webseite coronavirus.sachsen. Gut, kommen wir zu den allgemeinen Informationen. Hier habe ich mal noch, das hat ein kleines Stück weit doch noch einen Anstrich von Corona. Es gibt zu dem Thema, weiß ich, schon seit geraumer Zeit unterschiedliche Meinungen, ob das alles richtig ist, ob das überhaupt alles so ernst zu nehmen ist, wie man das tut. Das gehört einfach mit dazu. Man muss über alle Themen auch offen diskutieren können. Man kann zu vielen Themen auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe vielleicht zu dem einen oder anderen auch meine Meinung, aber im Amt musst du dann halt manchmal auch mit deiner Meinung ein Stück weit zurückhalten, weil da ist halt, sag mal, die Sachlichkeit geboten, und ich versuche das auch immer weitestgehend dem so entgegenzukommen. Das Versammlungsrecht, weil viele jetzt sagen, wir müssen gemeinsam unsere Meinung dazu mal kundtun. Das Versammlungsrecht ist ein fundamentales Grundrecht, das steht Ihnen allen zu, das macht Ihnen auch keiner streitig. Es ist auch richtig und gut, dass Sie dort Ihre Meinung gemeinsam kundtun wollen, aber es muss trotzdem rechtmäßig sein und rechtmäßig bleiben. Momentan, habe ich Ihnen vorhin gesagt, sind also stationäre Versammlungen mit 50 Personen unter gewissen Auflagen dort zugelassen, und diese müssen vorneweg, das ist ein übtes Prozedere, das hat mit Corona gar nichts zu tun, die müssen, auch wenn kein Corona wäre, immer der Versammlungsbehörde angezeigt werden. Jede öffentliche Versammlung muss angezeigt werden. Das gilt auch, und das ist das, was gerade im Moment so ein Stück weit wieder auflebt, für die sogenannten Spaziergänge. Auch diese werden nach dem Versammlungsrecht als Aufzüge eingeordnet, und auch diese sind, wie ortsfeste Versammlungen, 48 Stunden vorneweg der Versammlungsbehörde bei uns im Landratsamt Erzgebirge entsprechend anzuzeigen. Wer also dazu aufruft oder sich daran beteiligt und das ist nicht angezeigt, dem muss ich darauf hinweisen, dass er sich einer Ordnungswidrigkeit, im schlimmsten Fall sogar Straftatbestand dort erfüllt, indem er dazu aufruft und das nicht angezeigt hat. Ich denke, das haben wir nicht nötig. Machen Sie es ganz einfach, dann werden Sie von der Versammlungsbehörde eine entsprechende Antwort bekommen. Überlegen Sie sich also gut, ob Sie an diesen Spaziergängen teilnehmen, solange sie nicht angezeigt sind und angemeldet sind, solange sie nicht genehmigt sind. Ansonsten müssen Sie konsequent ein Stück weit selber tragen. Melden Sie oder zeigen Sie lieber eine stationäre Kundgebung an. Die wird Ihnen in der Regel bis 50 Personen auch genehmigt. Alles andere, wie gesagt, ist momentan rechtlich sehr, sehr, sehr grenzwertig. Dann noch ein paar Dinge zu unserem Stadtgeschehen. Wir beschäftigen uns ja in der Stadtverwaltung nicht nur, Gott sei Dank, nicht nur mit Corona, obwohl das schon das bestimmende Thema ist. Wir machen da auch jeden Tag eine Lagebesprechung und, aber das nur mal am Rande. Und zwar, Sie haben es in sozialen Netzwerken gelesen, der eine oder andere, der es hat, unser Frauenmarkt. Wir werden also unsere Stadt weiter verschönern. Unser Frauenmarkt ist eines der nächsten größeren Projekte, was wir machen. Dort wird ab 18.05. eine größere Baumaßnahme starten. Wir werden den also dort grundhaft instand setzen. Es folgt also eine umfangreiche Sanierung dieser Mauer zur oberen Zobelgasse hin. Der Tonnengewölbe, die dort sind, die werden abgedichtet. Da werden die Türen neu gemacht. Die Treppenaufgänge werden wir neu machen. Wir werden den ganzen Platzbereich dort oben ein Stück weit neu gestalten. Und dort an dieser Stelle soll dann auch der schon lange ersehnte und erhoffte und oft bei mir nachgefragte öffentliche Bücherschrank, der soll ja auf dem Frauenmarkt dort auch noch etabliert werden. Das geht natürlich einher, weise ich Sie jetzt schon vorsorglich darauf hin, mit einer Vollsperrung der oberen Zobelgasse und mit einer halbseitigen Sperrung der Kirchgasse, weil die Baufahrzeuge dort entsprechend auch ran müssen. Und jetzt erschrecken Sie nicht, also am 18.05. geht das los, und avisiert ist die Baumaßnahme bis Anfang Oktober, also bis zur 41. Kalenderwoche. Wir weisen, wie gesagt, jetzt vorsorglich darauf hin, da wo gebaut werden muss, kommt es zwangsläufig auch zu Sperrungen, und deshalb wird es den Bereich Frauenmarkt also ab dem 18.05. ein Stück weit betreffen. Ich sage immer nur, wir lassen es über uns ergehen,
und lassen uns dann entsprechend vom Ergebnis überraschen. Und ich denke, das wird eine feine Sache, unser Frauenmarkt, den wir ja auch im Veranstaltungsgeschehen dort mit einbinden, hat auch mal eine kleine Kur nötig. Dann gab es nochmal dieses Thema Rohrnetzspülung, auch hier nochmal zur Klarstellung. Die Bekanntgabe der Termine für die Rohrnetzspülung, das hat meine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung als Serviceleistung für Sie gemacht. Wir haben dann im Nachgang auch mitbekommen, dass der Informationsfluss an die einzelnen Haushalte dieses Jahr wahrscheinlich, ich sag mal, eher mangelhaft, zumindest von Ihnen wahrgenommen wurde. Ich weiß, dass Anfang des Jahres, also ein ganzes Stück vor den Rohrnetzspülungen, war in der Freien Presse mal eine größere Anzeige, wann in welchem Ort die Rohrnetzspülungen durchgeführt werden. Muss man aber dazu sagen, dass die Freie Presse ja mittlerweile gar nicht mehr viele Haushalte erreicht. Insofern dort vielleicht das falsche Medium gewählt. Es soll zum Teil auch Aushänge gegeben haben. Die haben wir aber alle nicht zu verantworten. Wie gesagt, wir haben es als Service gesehen. Bitte erkundigen Sie sich in erster Linie auf der Homepage des ZWW. Dort gibt es einen extra Button, wo drauf steht Rohrnetzspülungen. Dort finden Sie, wann Ihr Bereich entsprechend dran ist. Ich werde zu einer nächsten Verbandsversammlung im ZWW das dort mal ansprechen, in der Hoffnung, dass man es dann in Zukunft wieder besser macht und Sie auch besser informiert und vielleicht uns auch noch ein Stück weit direkter informiert, dass wir das dann über uns zur Verfügung stehende Kanäle auch noch besser an Sie ranbringen können. Die Kritik, wie gesagt, ist angekommen. Wir nehmen sie uns nicht an, wir leiten sie entsprechend weiter. Dann immer wieder die Frage nach dem Rathausumzug. Es sieht ja von außen mittlerweile sehr schön aus, das Rathaus, schon eine ganze Zeit. Kann ich Ihnen jetzt mittlerweile mitteilen, dass wir so Anfang Juni ins Rathaus zurückziehen werden. Wir planen im Vorfeld dazu jetzt schon einen Tag der offenen Tür, aber unter dem Thema, was hat sich verändert, vorher, nachher. Es soll kein historischer Rathausrundgang werden, sondern ein vorher, nachher, vor der Baumaßnahme, nach der Baumaßnahme. Wir müssen aber auch hier, können Sie sich vorstellen, natürlich die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregelungen dort einhalten. Also wir können nicht einfach aufrufen und sagen, wir machen Tag der offenen Tür im Rathaus. Die Erfahrung beim Tag des leeren Rathauses hat uns gezeigt, wie viele Leute dort tatsächlich Interesse haben. Wir werden also momentan oder wir erarbeiten momentan einen Plan mit feststehenden Führungszeiten, mit feststehenden Gruppenstärken. Wir werden dann diesen Plan zeitnah veröffentlichen und geben Ihnen die Möglichkeit, dass Sie sich auf gewisse Führungen dort namentlich anmelden können. Immer wenn eine Führung voll ist, machen wir die zu und dann können Sie sich für die nächste anmelden. Wir müssen mal schauen, wie das Anmeldeverhalten ist und machen davon abhängig, wie viele Führungen wir überhaupt machen. Und vielleicht müssen wir doch ein oder zwei Tage vielleicht noch ranhängen, damit wir dann Ihr Interesse auch entsprechend befriedigen können. Ist ein bisschen mehr Aufwand für uns, aber ist es uns wert, denn wir wollen Ihnen ja auch das Ergebnis zeigen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich war diese Woche drin. Es ist wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr schön geworden. Sie werden vieles nicht mehr wiedererkennen. Unser Rathaus ist richtig hell und freundlich geworden. Also ich freue mich, dann dort wieder einziehen zu können. Da nochmal eine Bemerkung am Rande, die mir persönlich sehr wehtut. Wir hatten ja zu Beginn von Corona gab es die Aktion Schüttbücken in den Fenster als Zeichen der Hoffnung. Das haben wir gemacht. Wir haben als Stadtverwaltung natürlich dort auch mitgezogen, hat hier oben der Schulgasse 9 zwei Schüttbücken und hat natürlich auch im Turmzimmer unseren Rathauses zwei Schüttbücken aufgestellt. Und als wir die jetzt abbauen wollten, ich sage nur Déjà-vu, Zeiger der Rathausuhr, mussten wir feststellen, dass diese Schüttbücken nicht mehr da sind. Wir haben alles Mögliche abgegrast, wir haben alle mögliche Befragungen gemacht. Wir gehen fest davon aus, dass die mitgenommen wurden von einer Person, die nicht mitnehmen sollte. Hier nochmal meine klare Aufforderung. Ich finde das schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir stellen als Zeichen der Hoffnung, weil wir eine große Pandemie zu überstehen haben, zwei Schüttbögen im Rathaus auf, Sonderanfertigungen fürs Rathaus. Und dann hat irgendeiner nichts anderes zu tun, als die abzubauen und mit nach Hause zu nehmen. Ich sage es Ihnen gleich, das sind Sonderanfertigungen von Rathaus, die erkennt man. Und ich würde demjenigen, der es getan hat, einfach die Möglichkeit geben, ohne das jetzt groß noch zu vertiefen, stellen Sie die einfach zurück. Dann wäre uns schon sehr geholfen. Die Anzeige bei der Polizei haben wir noch nicht gemacht, werden wir aber machen. Ich sage mal, wenn die spätestens bis nächste Woche nicht wieder auftauchen, sehen wir uns gezwungen. Wir werden dann auch in die Öffentlichkeit damit gehen, wie die Schüttbücken aussehen. Wie gesagt, das waren Spezialanfertigungen fürs Rathaus. Die gibt es nicht zu kaufen, die hat auch kein anderer und es wird auffallen, wenn die sich bei sich ins Fenster stellen. Sie werden keine Freude dran haben. Also rein in den Karton, zurück ins Rathaus. Wir gehen dem nicht weiter nach, wir sind froh, wenn wir sie wieder haben. Gut, solange wir also noch nicht zurückgezogen sind ins Rathaus, dann auch nochmal der Hinweis an Sie. Wir lassen die bisherigen Regelungen der Stadtverwaltung
hier weiter aufrechterhalten. Sie haben also nach wie vor die Möglichkeit, hier telefonisch Termine zu vereinbaren. Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr immer unter der 03772 356 215. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, das läuft prima. Ist auch für Sie ein Stück weit einfacher, wenn Sie konkret wissen, zu welcher Zeit Sie kommen können. Und können dann gleich mit Ihrem Problem, sind dann gleich dran. Das werden wir so lange beibehalten, bis wir ins Rathaus zurückgezogen sind, weil wir dann auch von den räumlichen Gegebenheiten wieder mehr Platz haben und dort auch dann schauen können, wie wir die Öffnungszeiten dann weiter oder den allgemeinen Zugang zum Rathaus und zur Schulkasse 9 dort regeln werden. Die Erzgebirgssparkasse hat uns auch nochmal gebeten, ein paar Informationen im Live-Chat mit rüberzubringen. Und zwar ganz wichtig ist vielleicht über die ganze Hilfeprogramme ein Stück weit untergegangen. Die Erzgebirgssparkasse hat ein Soforthilfeprogramm aufgelegt für gemeinnützige Vereine, ich sag mal jenseits jetzt vom Sport, weil für die Sportvereine hat ja der Freistaat Sachsen ein entsprechendes Programm aufgelegt. Unter dem Begriff Gutes tun jetzt erst recht kann man also nach wie vor bei der Erzgebirgssparkasse dort Unterstützung anfragen für, wie gesagt, gemeinnützige Vereine, die über die Corona-Pandemie jetzt ein Stück weit in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Sie finden das im Internet. Gutes tun, jetzt erst recht, geben Sie es ein. Sie werden sofort auf die Seite der Erzgebirgssparkasse gelenkt und können dann dort entsprechend den Antrag stellen. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie noch ein Stück weit vielleicht dort Unterstützung bekommen können. Es gab noch allgemeine Informationen der Sparkasse, dass man also über die ganze Pandemiezeit jetzt die Online-Angebote wie App oder Homebanking sehr rege genutzt hat. Liegt ja in der Natur der Sache. Und dass man auch Bezahlvorgänge, also mit Sparkassenkarte und mit Kreditkarte, die sind um 11,4% gestiegen. Und das muss man dazu sagen, obwohl zahlreiche Läden geschlossen waren, hat man trotzdem sehr oft Bargeld los dort bezahlt. Ich weiß, viele Verschwörungstheoretiker werden sagen, genau das ist das Ziel, die wollen das Bargeld abschaffen und. Ich gebe Ihnen das einfach nur als Information weiter. Ob da jetzt ein Ziel dahinter steckt, das weiß ich nicht. Das ist nur der Fakt. Es ist also das bargeldlose Bezahlen über die Zeit jetzt angewachsen um 11,4%. Zu den Öffnungszeiten der Sparkasse. Die Sparkasse Fürstenplatz hat also ab Montag, den 11.05., ich sage mal, die gewohnten Öffnungszeiten wieder. Montag, Mittwoch, Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr in der Sparkassenfiliale Neustädtel. Dort haben Sie am 11. Mai die Möglichkeit, über telefonische Anmeldung dort individuelle Gesprächs- oder Beratungstermine dort zu beantragen. Und zusätzlich am 18.05. wird auch die Sparkasse in Neustädtel donnerstags wieder von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet sein. Für morgen nochmal der Hinweis und der Tipp an alle. Dort machen wir Blumen und Pflanzen für zu Hause, haben wir es mal überschrieben. Können Sie praktisch auf unseren Markt gehen in Schneeberg von 8 bis 12 Uhr. Dort kriegen Sie Pflanzen, Blumen, was Sie wollen, was das Gärtner- und Blumenherz begehrt. Wie gesagt, morgen von 8 bis 12 Uhr. Weise Sie aber jetzt schon darauf hin, auch dort gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Nehmen Sie Ihren Mundschutz entsprechend mit. Planen Sie vielleicht auch eine gewisse Zeit ein, zu sagen, es könnte sein, dass da ein oder andere mehr dort ist. Und durch die Abstandsregeln kann sich das alles ein Stück weit auch von der Zeit dahin ziehen. Aber wie gesagt, unser Hinweis morgen von 8 bis 12 Uhr. Gut, Fragen aus dem Chat. Da habe ich eine aufgeschnappt, die lautete, laut Kultus dürfen alle Teilnehmer ab 18.05. wieder in die Kitas. Heißt das, dass dann die Kita-Gebühren, welche bis zum 25.05. erstattet werden, komplett anfallen? Ich glaube, das habe ich eingangs konkret gesagt. Wir erheben normal für die Kinder, die in Notbetreuung werden, ab Mai wieder die Kita-Beiträge und wie wir mit den Kindern, die erst ab 18.05. tatsächlich wieder das Betreuungsangebot annehmen, wie wir mit denen umgehen, wenn die vorneweg keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, lassen uns bitte noch einen Moment Zeit, das zu ordnen und das auch mit allen abzustimmen, sodass es möglichst einheitlich dann auch geregelt werden kann. Gut, aus dem Chat, im Vorfeld gab es nichts. Frau Espich, jetzt Ihr Part. Gab es aktuell noch was? Ja, ob man die Terrasse im Restaurant ab 18.05. wieder öffnen kann, das wurde ja eigentlich auch schon wieder also beantwortet. Ja, um 15. Ab 15. Ja. Dann, ob alle Kinder am 18.05. wieder in die Schule können, diese Frage kam sogar zweimal. Also 1. bis 4. Klasse. 1. bis 4. Klasse, Grundschule, die können alle in ihren festen Klassen, wo die dann wahrscheinlich fixiert sind auf ihren Klassenzimmern. Und was die weiterführenden schon ab 5. Klasse ist, dort müssen wir noch mal abwarten. Ich denke, das werden die nächste Woche noch ein Stück weit konkretisieren, ob welches System dort die jeweilige Schule fährt, ob die tagweise wechseln, ob die halbwöchentlich wechseln, ob die wöchentlich wechseln. Da müssen wir noch ein Stück weit abwarten. Aber grundsätzlich sollen alle wieder in die Schule,
mit der Differenzierung, dass es bei den weiterführenden Schulen ab der 5. Klasse dort immer noch zu einem Wechsel kommen wird. Schule, Heim, Schule, Heim. Dann war die Frage, findet dieses Jahr die Hollandreise statt? Nein, da gab es aus Holland eine konkrete Absage, ist nicht möglich. Tut uns leid, wird dieses Jahr nicht funktionieren. Dann gab es die Frage, ob die Schwimmbäder wieder öffnen. Das wurde ja eigentlich auch schon beantwortet. Also Freibäder, wie gesagt, müssen wir schauen, wie die Hygienevorschriften aussehen. Die Hallenbäder noch nicht. Wie es mit Turnhallen aussieht, also zwecks Volleyball spielen. Ich gehe mal davon aus, auf Vereins. Das gilt, also das gilt für Innensportanlagen, sagen wir, wie die Fitnessstudios werden wir sicherlich auch wieder öffnen, müssen wir uns als Träger oder als, wenn wir Besitzer der Turnhallen sind, auch Gedanken machen, natürlich ohne Umkleiden, ohne Duschen, das heißt auch dort, wie im Sportstudio entsprechend in Trainingskleidung hinkommen, das Training durchziehen und dann nach Hause fahren und dort entsprechend die Körperhygiene machen. Aber auch da würde ich, die Frage ist gut und richtig, die habe ich noch nicht mit beantwortet, da wird man dann versuchen, noch ein Stück weit nachzusteuern und noch ein bisschen konkreter zu werden, weil es uns ja anstatt mit gewissen Turnhallen auch betrifft. Da kam noch die Frage, ab wann darf ein Bus wieder vorne eingestiegen werden und kann man die Fahrscheine beim Busfahrer wieder kaufen? Nein, Fahrscheine beim Busfahrer gibt es nicht. Wenn sie vorne wieder einsteigen, ich denke, da werden sie noch eine ganze Zeit warten müssen. Solange diese Abstands- und Hygieneregeln gelten, werden die Fahrer von den Fahrgästen versuchen, weitestgehend zu trennen. Es gab mal die Regelung von der RVE, dass sie auch ohne Fahrschein mitgenommen werden, bis zur nächsten Stelle, wo sie den Fahrschein erwerben können. Inwieweit das jetzt noch gilt, weiß ich nicht. Der ÖPNV fährt da schon eine ganze Zeit wieder. Ich kann Sie nur bitten, dass Sie sich im Vorfeld schon entsprechende Fahrscheine dort besorgen. Gab es noch eine Frage, gibt es auch Mundschutz für die Pflegeheime? Da weiß ich aber nicht, auf was das direkt bezogen ist. Kann ich auch nicht beantworten. Das hängt jetzt sicherlich vom Träger der einzelnen Pflegeheime ab. Wenn Sie da noch Bedarf haben, müssten Sie sich einfach mal melden. Aber ich denke, das machen die Träger an sich selbst. Kam die Frage, warum wir nicht alle auf Corona getestet werden? Ja, das kann ich nicht beantworten. Da bin ich nur der Bürgermeister. Ob es schon Näheres zum 22.07. zum Bergstreiter gibt? Ja, wir haben uns, also nur so viel Näheres. Wir haben uns, also diese Woche saßen wir zusammen mit Pfarrer Meinl, mit dem Kantor, mit dem Jens Brettschneider, mit dem Rai-Lage. Wir haben uns grundsätzlich abgestimmt, wie wir es machen wollen. Wir müssen jetzt noch mal Genehmigungen einholen, zum Beispiel beim Kirchenvorstand, bei der Landeskirche entsprechend. Und sobald wir dort Konkretes haben, werden wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Und eine letzte Frage, ob es denn zukünftig auch unabhängig von Corona eventuell einen Live-Chat geben wird? Ja, mache ich weiter. Brauchen Sie keine Angst haben. Er wird nicht mehr in der Häufigkeit sein. Ich denke, da muss ich mich selber nochmal vielleicht fragen, schieß mal vor, wann es vielleicht angebracht wäre, einmal im Monat oder alle 14 Tage mal. Ich denke, es ist ein gutes Format. Also ich finde es persönlich auch gut, weil man dann viel Rückkopplung auch von Ihnen bekommt. Ich werde es beibehalten. Es kam noch eine Frage, ob es Informationen gibt, wie lange die Gastronomie geöffnet haben darf. Nein, da gibt es noch nichts Konkretes. Ich denke, wird an den normalen Öffnungszeiten gekoppelt sein. Das war's. Gut, danke Frau Esbig, hat sie gut gemacht, mal ein kleiner Applaus. Gut, wir kommen also in den Blog noch der Gratulation, bevor wir dann beenden. Und zwar hatten wir Altersjubiläum in der Zeit vom 3. bis 8. Mai. Nachdrücklich nochmal hier über diesen Kanal. Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag an den weithin bekannten Stadtrat Frank Göckeritz. Wie gesagt, der ist am 4. Mai 60 Jahre alt geworden. Frank, herzlichen Glückwunsch, bleib gesund, bleib so wie du bist. Wir hatten am 5. Mai den 90. Geburtstag, und zwar die Frau Erika Kramer. Und am 7. Mai 90. Geburtstag die Frau Gertrud Ebert, also Frau Kramer und Frau Ebert, auch wenn Sie zuhören sollten. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, oder vielleicht sagen Ihre Enkel oder Ihre Kinder Ihnen Bescheid, dass der Bürgermeister über den Live-Chat Ihnen nochmal nachträglich gratuliert hat. Bleiben Sie vor allem gesund, und ich wünsche Ihnen, dass Sie das 95. Lebensjahr erreichen, dass ich vielleicht noch eine zweite Wahlperiode schaffe, und zum 95. komme ich Sie dann besuchen. Dann hatten wir Gewerberunde Geburtstage, und zwar am 2. Mai den 70. Geburtstag die Frau Gabriele Horn, das ist ja die Betreiberin vom Geschäft Dolce Vita, und am 5. Mai den 60. Geburtstag die Frau Katrin Müller vom Kosmetikstudio. Auch an Sie beiden nochmal herzlichen Glückwunsch. Bleiben Sie gesund und für Ihre Geschäfte natürlich maximale Umsätze und Gewinne und viele, viele zufriedene Kunden. Und an Sie, Frau Müller, natürlich nochmal Hochachtung, Respekt
wenn Sie jetzt mit Atemschutzmaske und Gesichtsschild und Einmalhandschuhen dann gesichtsnahe Dienstleistungen vollziehen dürfen. Dann hatten wir noch Gewerbejubiläum, und zwar am 1. Mai die Vorschule Michael Rudolf, 30 Jahre. Ebenfalls am 1. Mai der Bernd Czistecki mit seinem Feinkostladen, auch 30-jähriges Gewerbejubiläum. Landschafts- und Grünpflege Peter Linke hatte am 1. Mai 20-jähriges Gewerbejubiläum. Am 5. Mai, allen bekannt in der Stadt, Lederborn Böhm, Friedemann Böhm, ein 90-jähriges Gewerbejubiläum. Und ganz zum Schluss, 7. Mai, ganz aktuell gestern, kennen wir alle, Schuster Mühlmann, Joachim Mühlmann, Schuhreparaturdienst am Zirbelplatz, 90 Jahre Gewerbejubiläum. Ich habe ihm eine Karte geschrieben, er hat mich gestern nochmal angerufen, hat sich richtig bedankt über die Karte. Er tat mir ein bisschen leid, als eingefleischter Fußballfan habe ich ihn gefragt, wie er denn in der fußballfreien Zeit damit zurechtkommt. Da hat er gesagt, ja, er schafft es schon, es tut weh. Er hatte Karten, einen Ausflug geplant für Aue St. Pauli oder St. Pauli Aue nach Hamburg, ist leider nichts geworden. Und er ist der festen Überzeugung und Hoffnung, dass er das irgendwann nachholen kann. Also an alle Gewerbetreibenden herzlichen Glückwunsch zu den unterschiedlichen Jubiläumen. Ich wünsche Ihnen persönlich natürlich alles erdenklich Gute und Ihren Betrieben auch weiterhin gutes Gelingen und gute Umsätze, viele, viele zufriedene Kunden. Okay, kommen wir zum Schluss. Nächster, 13. Live-Chat steht an. Ich weiß nicht, ob wir den 13. weglassen und gleich zum 14. übergehen, weil der 13. ja immer so eine nicht unbedingt Glückszahl ist, aber man soll ja auch nicht arbeitsläufig sein, das soll man dann mal machen. Ich weiß nur noch nicht wann. Hängt wirklich davon ab, wie die Informationslage ist. Ich glaube, wir haben da den richtigen Weg gefunden, dass ich immer ein Stück weit warte, wenn die Informationslage so groß ist, also jetzt kann man mal wieder einen machen. Würde Sie dann wieder sehr kurzfristig über die entsprechenden Kanäle informieren, wann der sein wird. Bitte denkt alle dran, am Sonntag ist Muttertag. Kauft Blumen, Pflanzen, am besten morgen auf dem Schneeberger Markt. Ehrt eure Mütter, ganz wichtig, ohne die wären wir nicht da, wären wir nicht das, was wir sind. Insofern den Sonntag nicht vergessen. Ansonsten allen jetzt ein schönes Wochenende. Denkt an die momentan geltenden Vorschriften. Ich sage es nochmal, Hausstand plus 2 im Moment. Nutzt das schöne Wetter. Morgen soll es ja nochmal schön werden. Denkt dran, dosiert zu desinfizieren. Ich habe heute kein Musterbeispiel hier. Ich bleibe heute nüchtern. Lasst euch beim besten Willen, lasst euch nicht verrückt machen. Bleibt selbstbewusst, bleibt offen, bleibt einfach so, wie ihr seid. Lasst euch von anderen Leuten nicht verrückt machen. Bleibt gesund. Ich fahre jetzt zum Eisernen Landgraf, hole das Abendbrot für meine Familie. Das essen wir dann gemeinsam. In diesem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende. Glück auf, bis zum nächsten Live-Chat. Tschüss. Und jetzt müssen Sie dort beenden. Rechts unten.